Hallo ihr Lieben, erstmal ein gesundes neues Jahr von uns jungen Wilden, nämlich von Philipp D'Acunha, Patrick Dahlemann, Nadine, die heute leider nicht persönlich dabei sein kann, und mir, Elisabeth Aßmann. Und heute ganz speziell mit dabei unsere Sozialministerin Stefanie Drese. Ja, ich glaube, man kann heute von einem historischen Tag reden. Herzliche Grüße hier aus dem Schweriner Schloss. Heute kam das Kabinett zusammen und hat einen ganz, ganz wichtigen Beschluss gefasst und das gleich in der ersten Sitzung. Liebe Steffi, was wurde denn da beschlossen? Erstmal sehr schön, dass ich heute bei den jungen Wilden auch dabei sein darf. Auch von mir ein gutes neues Jahr. Es ist wirklich ein historischer Tag, denn wir haben heute die Beitragsfreiheit für die Eltern in der Kindertagesförderung im Kabinett beraten, und zwar mit einer Novellierung des KiföG. Aber KiföG, was heißt das eigentlich? Das KiföG ist das Kindertagesfördergesetz, und zwar geht es da werden gerade die Punkte festgelegt, wie ist die Kinderbetreuung aufgebaut, was umfasst sie, das heißt der ganze Punkt Vollzeit, Teilzeit, Halbtag, den wir haben, die verschiedenen Bereiche werden definiert, und da ist das komplette Torso aufgebaut, wie unsere Kindertagesstättenförderung funktioniert im Land. Also ein guter Tag für Mecklenburg-Vorpommern, für die Kinder, für die Eltern und für Politiker, die das auf den Weg gebracht haben. Auch ein emotionaler Tag für uns heute, denn damit steigen wir ein in die kostenlose Bildung von Anfang an. Und deswegen freue ich mich ganz besonders. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.